Ein Freistellungsauftrag bei P2P-Investments. Ja, ist es überhaupt möglich? Welche Möglichkeiten gibt es? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich da weniger Steuern zahle? Das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Zuerst einmal die wichtigste Frage: Was ist eigentlich dieser Freistellungsauftrag und wofür ist er eigentlich da? Also grundsätzlich ist es ja so, das haben wir in anderen Videos schon besprochen, es gibt ja hier bei Singles oder bei Zusammenveranlagten den sogenannten Sparerpauschbetrag. Singles 1.000 Euro, Sparerpauschbetrag hier für Zusammenveranlagte 2.000 Euro. Das bedeutet, bis zu diesem Punkt entsteht keine Steuerbelastung. Jetzt ist es so, dass an der Stelle kann ich ja diesen Sparerpauschbetrag bei meinem Broker hinterlegen oder bei meiner Bank oder beim Depothalter oder sonstiges. Was passiert also? In dem Zusammenhang findet also bis zu Erträgen von 1.000 Euro oder 2.000 Euro keine Steuerbelastung statt. Der Broker sagt, hey, das ist alles unter 1.000 Euro, hier müssen wir keine Steuer einbehalten und erst ab 1.001 Euro wird auf den 1 Euro, sag ich mal, Steuern einbehalten. Das Ganze ist hier, sag ich mal, ein automatisierter Prozess, der damals 2009 eingeführt worden ist, wo man von der Spekulationssteuer zur Kapitalertragssteuer gewechselt ist. Bedeutet also, es führt dazu, dass du auch hier die Abgeltungswirkung hast und der Broker sagt, hey, ich habe hier alle deine steuerlichen Pflichten erfüllt, du musst nichts mehr machen. Funktioniert das jetzt eigentlich auch bei P2P-Anbietern? Ganz klare Antwort, jein. Bei inländischen Anbietern funktioniert das durchaus, weil die meist mit einem deutschen Finanzinstitut oder Bankeninstitut zusammenhängen und dort auch ein Konto von dir eröffnet worden ist. Das heißt, die können ähnlich wie jetzt auch, sag ich mal, dein Sparkassenkonto oder ein Hypokonto oder sonstiges Postbankkonto, je nachdem, was du hast, kannst du hier an dieser Stelle ganz klar auch, sag ich mal, den Sparerpauschbetrag hinterlegen lassen. Na, schon gewusst? Jetzt gibt's auch unsere Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel Kryptowährungen und Steuern. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Das geht, wie gesagt, nicht bei ausländischen Brokern wie Bondora, Mintos, Twino und Ähnlichem. Liegt vor allem auch daran, nicht weil es ausländische die P2P-Anbieter sind, sondern weil die an dieser Stelle nicht an das Finanzsystem hier angeschlossen sind in Deutschland. In dem Sinne, wie es die Banken sind, hier sage ich mal, an das Finanzamt. Denn dieser Sparerpauschbetrag wird ja auch immer wieder gemeldet an die Finanzbehörden. So kommt es auch relativ schnell auf, wenn der Sparerpauschbetrag mehrfach in Anspruch genommen hat. Funktionsweise, wie gesagt, so ganz einfach, du hast an der Stelle hier einfach keine Steuerbelastung, solange du unter 1.000 Euro Einkünfte bist. Wie gesagt, 1.000 Euro für Singles bei Zusammenveranlagten wäre es dann an dieser Stelle die 2.000 Euro. Den kannst du im Normalfall, wenn es bei einem deutschen Anbieter ist, relativ einfach einrichten. Bei vielen ist es mittlerweile online ohne Probleme möglich. Also zum Beispiel, ich bin bei der Comdirect, da kann ich den jährlich anpassen, wie es mir beliebt. Geht online ohne irgendwas, sage ich mal, zu unterschreiben oder sonstiges, reicht eine TAN aus. Gibt aber auch die Anbieter, wo du ganz einfach das Ganze noch ausdrucken musst, also runterladen musst, ausdrucken musst, dann entweder per E-Mail verschicken oder per Post verschicken. Und so hat dann dein Broker oder dein P2P-Anbieter an der Stelle dann natürlich dann auch den Freistellungsauftrag. Ganz wichtig, wie gesagt, gilt aktuell nur bei deutschen P2P-Anbietern. Ausländische P2P-Anbieter sind hiervon vollkommen ausgenommen. Und ist auch dann der Umstand geschuldet, dass wenn du auf ausländischen Anbietern unterwegs bist, wie Bondora, wie zum Beispiel, wo wir ja auch investieren, wo es einfach ganz klar ist, da musst du immer eine Steuererklärung abgeben, weil es sich hierbei um ausländische Einkünfte handelt, die nicht der Besteuerung unterlegen haben, damit eine Steuererklärungspflicht, auch wenn du nur Arbeitnehmer bist und auch wenn du unter 1.000 Euro Einnahmen hast. Denn der Sparerpauschbetrag wird dann auf Ebene hier deiner Steuererklärung angewendet. Das heißt, du musst eine Steuererklärung machen, kommt nichts dabei rum, aber damit ist dann auch alles erledigt. Ach übrigens, auf steuernmitkopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.